Ich bin der Christian und ich war der Kameramann bei den Dreharbeiten von Rage on Stage. Neben mir sitzt der Marc, du warst Regisseur. Und wir werden jetzt einfach so ein bisschen ins Rohmaterial reingucken von einem Film, den ihr noch nicht kennt, den ihr noch gar nicht kennen könnt. Niemand kennt ihn. Was ist eigentlich schiefgelaufen, Marc? Tja, du warst schuld. Ich kann nichts dafür, wirklich, ich kann nichts dafür. Also man kann das mal sagen, wir sitzen gerade irgendwo in der Pampa von Mecklenburg-Vorpommern und du schneidest wie ein Bekloppter an dem Film, an dem schon so einige Leute geschnitten haben. Du die meiste Zeit und immer wieder. Habe ich schon gesagt, dass das jetzt 10 Jahre knapp her ist? Kann man so, nee, hast du noch nicht Habe ich noch nicht. Oh, gesehen. huch, sorry, ist mir so Nein. Ja, rausgeplumpt. 2005 haben wir uns vorbereitet und 2006 haben wir angefangen zu drehen. Also, du hast das vorhin schon gefragt, wie erklären wir den Leuten jetzt eigentlich, also was ist die Geschichte von diesem Film? Was erwartet ihr jetzt hier in dieser Form? Also was für Material sehen wir jetzt hier? Ich finde, das ist sowas wie, das ist so ein Puzzle, das wir jetzt hier so aufdröseln. Ja? Also es gibt so lauter Rohmaterial, das also während der Dreharbeiten entstanden ist. Wir reden jetzt nicht von dem Filmmaterial, das schneidest du ja gerade, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe ein riesengroßes Bündel von knapp 30 Stunden Rohmaterial des Making-ofs, das auch nie geschnitten worden ist. Also auch es gibt ein wunderbares Making-of, aber nur halt nur so ein bisschen, weil da haben wir nicht nur einmal gedreht, sondern ein paar Mal. Ne? Wir werden das jetzt einfach so, es ist so eine Serie, in der jede Folge ich mir jemanden einlade, dich, Tonfrau, Ausstatter, ich fange gar nicht an mit der langen Liste. Es gibt ganz viele Leute, die in diesem Film ganz viel gemacht haben, die Schauspieler. Es gibt so viel Material, dass ich dann einfach immer passend zu dem, der gerade da ist, einfach was reinschmeiße. So. Und was das für ein Film ist und was das mit Zombies zu tun hat und mit keinem Geld das fetteste Kino überhaupt zu wagen in Deutschland. Hä? In Mecklenburg-Vorpommern. Oh, geht nicht. Unmöglich. Hat ja bisher auch nicht geklappt. Das wird auch nicht klappen. Machen wir uns nichts vor. Es ist Also. echt scheiße, was da oben, was ich da schneide. Nein, ach, hör auf. Das ist super. Diese. und scheiße zugleich. Das bedeutet jedenfalls, ihr kriegt sozusagen Stück für Stück so einen kleinen Eindruck von diesem Film, ohne irgendwas tatsächlich von diesem Film zu sehen. Ich meine, wer natürlich so genau hinschaut, ne, kann schon so die eine oder andere Szene sich vielleicht denken. Wir werden ständig von Figuren erzählen, wo ihr denkt, hä, wer ist denn jetzt Stanley? Und schaut einfach mal zu. Und ich glaube, dass hier nebenbei einfach spannende Geschichten zutage treten über die Dreharbeiten. Es gibt hier so ein schönes Bild, Marc. Ich Ja, schmeiß das auch ich einfach schon mal schon. an. Ja. Mach das mal gleich am Anfang so ein bisschen leiser. Damit du jetzt einfach mal nur so dir da so in deinen Blick hinein. Eigentlich müsst ihr so am Anfang von so einer Geschichte über das Filme machen, müsst ihr ja eigentlich immer stehen, Drehbuch und so weiter. Aber das skippen wir heute einfach mal. Wir sehen jetzt Bilder, das ist schon die zweite Drehphase, 2007. Und wir werden auch gleich nochmal nach 2006 springen. Weil ich es eigentlich gerade ganz spannend finde, hier jetzt mal einfach den Kontrast aufzumachen. Also, das ist jetzt hier schon, also ich finde es total geil, sieht aus wirklich wie so eine ganz fette Nummer hier mit groß Flamme, Feuer und geiles Licht und so. Wir haben alles gebaut, ne? Also es ist alles, was wir sehen, ist alles dafür gebaut worden. Ja. Und also sozusagen eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen, ich kann es ja mal aufladen, diesen Blick, in den wir da gerade schauen, das ist nämlich der Blick von jemandem, der auch so nach den ersten Drehtagen wahrscheinlich gedacht hat, um Gottes Willen, was soll das alles werden? Und was ich jetzt hier mit drinne habe, Marc, das ist so, das werde ich nicht vergessen. Ne? Also ich an der Kamera bin ja, fühlte mich da immer besonders direkt dran verbunden. Also wenn es irgendwas gab, wo du das Gefühl hattest, na, das ist vielleicht jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder verfickte Scheiße, das ist überhaupt nicht so, wie es sein soll, dann hatte ich das Gefühl, ich bin deine rechte Hand und steck sie dir gerade in deinen Arsch. Also ich kann dir gerade nicht helfen so und will das aber unbedingt. Und das war so eine Szene. Das ist jetzt die Szene von Charlotte in ihrem Büro. Wir sehen jetzt Material, das ihr im fertigen Film übrigens nicht sehen werdet. Also weiß ich nicht, ob es einen fertigen Film gibt. 2006, eine der ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben. Ja. Und da wollte ich dich einfach mal so fragen, gibt es so ein Gefühl so zu ersten Drehtagen so? Also jetzt nicht unbedingt so der eine erste Drehtag, aber so, wenn es so anfängt. Also wie fühlt sich denn das für dich an? Ist das so ein, ist das was, wie fühlt sich das an?
es ist ganz seltsam. Also Rage on Stage war so eine, das war die Erfindung von etwas, was ich vorher nicht kannte. Also wir hatten vor, ich habe euch alle dahin gelockt und wir wollten in 14 Tagen einen Actionfilm drehen. Einfach so. Und ich glaube, hier habe ich schon verstanden, dass bei diesen Aufnahmen, also das ist ein originaler Raum, da waren wir im Theater in Wismar, da haben wir unseren kleinen Raum gekriegt, da haben wir da hinten die Akten hingebaut, ein paar Bilder rangehängt und man merkte, es sieht aus wie eine Soap. Es ist irgendwie, ich habe keine Idee, wie ich das inszenieren kann. Es sind diese beiden Leute, die sich da gegenüber sitzen, sie schaut aus dem Fenster raus, also so Soap-Einstellungen. Und ich merke, dass es nicht funktioniert. Mhm. So, und wenn man sieht, was war genau, nicht der alle, Einzige? Genau, alle denken sich, So, und wir haben aber Ewigkeiten gedreht an dieser Szene, also einen ganzen Tag. Und dann sind wir noch, erinnerst du dich, dann sind wir rausgegangen. Und dann fing das so an, was ich eigentlich bei Rage on Stage immer wieder gemacht habe. Ich hätte diesen Film, ich habe einfach ganz oft überhaupt nicht durchgesehen. Und nur wegen der gesamten Gruppe, ich erinnere mich, du und vielleicht Holger, ich weiß gar nicht, wer damals war, wir sind rausgegangen und haben gesagt, die Szene ist jetzt scheiße, was machen wir? Okay, pass auf, wir lassen sie nicht aus dem Fenster rausgucken. Wir versuchen das so und so aufzulösen und wir gucken jetzt einfach, wir ziehen es jetzt durch und so. Und eigentlich fing damit schon an, dass wir alle Lust hatten, irgendwie eine gute Szene zu machen, viel mehr als einen Drehplan, den es nicht gab, oder ein Drehbuch, was es eigentlich letztendlich auch nicht richtig gab, sondern einfach zu gucken und das dafür zu sorgen, dass es gut wirkt. Das fing da an. Und demzufolge haben wir diese Szene dann 2007 nochmal komplett neu gedreht, weil wir langsam so reingerutscht sind. Eigentlich haben wir es geknackt in der ersten Wohnung, die wir komplett selbst gestaltet hatten. Da waren wir doch in unserer Base, wo wir gewohnt haben. Da gab es oben so leere Wohnung. Und dann haben wir angefangen, das komplett zu gestalten. Und da hatten wir das Gefühl, jetzt. So, dann kam Matze Huber, Licht und so weiter. Und plötzlich kamen alle und haben so richtig, da ist es. Genau, das war mein Gedanke. Ja. Also wir waren gerade also bei der Szene im Büro, waren wir am 8.6.2006 und das ist jetzt 14.6.2006. Also, ne, das ist jetzt also ein paar Tage später, 6 Tage später. Ja. Und ich weiß noch genau, hier hat es dann Knack gemacht. Ja. Oh, so muss das sein, so funktioniert. Also ne, weil gerade schon gesagt worden ist, ich werde mal ab und zu mit der Maus einfach mal so hier reinkriegeln, das ist der Matze, der da gerade so mit dem Blick, mit der Cineflow, dann hat mir plötzlich Licht, Ari hat uns unterstützt und dann haben wir plötzlich gemerkt, alles ist grün gestaltet, diese Röhre, ist jetzt hier ein bisschen publik, aber plötzlich haben wir so Sachen Strom verlegt, Sachen rangebaut, eine räudige Couch, diese ganzen Materialien, der Typ hat eben toll gespielt, Stanley war geil, er war ölig und plötzlich legten die sich total ins Zeug. Man denkt, jetzt bin ich im Genrefilm, also jetzt... Ich will dir auch kurz ein kleines bisschen ausbremsen, weil ich habe definitiv vor, also Maske, Ausstattung, das sind alles wunderbare Themen, über die man ganz hervorragend sprechen kann. Hoffentlich sogar vielleicht mit den Leuten, die das dann auch tatsächlich gemacht haben. Mhm. Ansonsten hole ich mich dich wieder ran und du musst stellvertretend machen. Aber genau, also wenn ich jetzt eben zu null dran gucke, wie die Wände aussehen, dass wir einfach nicht mehr akzeptiert haben, wie wir etwas vorgefunden haben, sondern so massiv gestaltet haben, also bis es der Ort geworden ist. Mr. Kokolores, genau. Ja. Und wir können jetzt mal so ein bisschen aber auch in die Regiearbeit, finde ich, mal ganz kurz mal reinhören und ich mache es mal deswegen ein bisschen lauter. Aber wenn du was sagen willst, kannst du immer reinlabern. Oh. Nur irgendwo hin. Wollte ich mal antun? Ja. Nee, warte, das Kabel ist raus. Ach so. Oh. So, mag ich jetzt mal husten. Ist ein bisschen zu hell geworden. Ja, etwas zu hell, ja. Moment. Ja, oder ja. So ist es. That's it. Okay. Immer noch zu hell? Nein. Ist gut. Nein. Licht ist okay? So, Stanley. Ich kann dir das merken. Genau, das Essen, du brauchst einfach nur hochkommen, Boden klein. Mach's aber. Aber nicht zu lange draufhalten. Du kommst ins Bild rein. Also mehr Angst. An ihm raufgucken erstmal und dann. Genau, und dann. Fragt er ja weiter. Genau, und dann immer ängstlicher werden und immer weniger. Also immer weniger gucken. Ja. Immer mehr ausgespielt. Ja. Gehen wir mal kurz den Text durch, du kommst rein. Also, es geht. Ich glaube, es geht um Geld, das ich versteckt habe. Ich meine, wegen Spiegelungen. Ja, ich glaube, er verdeckt es ganz gut. Im vollen Satz ist es schon mal. Besser muss ich mal beobachten. Kriechen und ab. Kriechen und ab. Genau. Nicht sagen, das ist also im Theater vielleicht schon schwer. Aber das, nein, das kriegst du nicht. Sag mal, Marc, probt ihr nicht? Was ist denn los? Erzähl doch mal ein bisschen was über die Regiearbeit, gerade wenn man mit Laien-Schauspielern arbeitet. Also, ich weiß nicht, ob ich heute mehr darüber weiß, aber damals habe ich auf jeden Fall gar nichts gewusst. Also, ich habe irgendeine Vorstellung und quatsch mit den Leuten. Ich habe da gar keine Didaktik oder keine,
kein Plan eigentlich. Dann kann ich dir helfen, ganz emotional weil rein als Kameramann habe ich ja quasi dir ganz oft bei der Arbeit zugeschaut. Ne? Und es ist einfach für mich, war sehr schnell, sehr klar, wie sinnvoll das war, direkt in der Szene, wenn wirklich alles da ist, wenn die Stimmung da ist, wenn in Maske, in Kostüm und dann nochmal den Text sprechen. Ne? Und dann kam es erst wirklich so drauf an. Ne? Also wenn ich das irgendwann später mal bei anderen Projekten gelernt habe, dass das professionelle Schauspieler, wenn die in Proben das alles schon sitzt und die ganzen Vorgänge kennen und so, dann können die das richtig abrufen, also richtig profimäßig das delivern, ja, aber bei Laien ist das vielleicht total nachvollziehbar. Also das finde ich zum Beispiel eine ganz entscheidende Methodik. Aber eine, die natürlich vom Team viel abverlangt. Ne? Man merkt das gerade schön, wie im Hintergrund alle das so waren, weitergeht. Ja. Nee, die haben ja auch was zu tun und so, aber genau, also die müssen natürlich warten, bis das passiert und meistens, also ich war immer jemand, man könnte ja vielleicht dann auch irgendwas noch tun oder so. Und unser Lichtmann Matze war ja quasi auch prädestiniert dafür, auch in noch die kleinste Sekunde zu nutzen, um dann noch mal ein bisschen zurück und hier zu machen. Ja, es hat, aber dadurch hat es eben nie, man konnte, also es war unberechenbar, also für mich immer, wie lange es denn jetzt eigentlich dauert, weil nochmal, 20, 30, 40, wir haben 93 Stunden Rohmaterial vom Schnitt, 93 Stunden. Wir haben 2 Jahre gebraucht, Christian, du, ich und Richard, um das Material durchzugucken, um die besten 3 Takes rauszusuchen. Es ist einfach natürlich wahnsinnig viel Zeug. Und man muss dazu sagen, dass Henning, auch Sven, der dort steht im weißen Anzug, beide waren, aber vor allem Henning, sehr affin auf diese direkten Anweisungen direkt vor Ort. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert bei ihm. Manche Leute, die habe ich dann einfach gepusht, die haben einfach eigentlich von Energie anstecken lassen und mit denen wäre es eben gut gewesen, auch mit Laien. Also sie haben sie alle Rollen gespielt. Ich habe ja keinen abgeholt, wo er ist jetzt. Also, jetzt nicht direkt. Ne? Also, für manche wäre es vielleicht gut gewesen, nicht diesen krassen Druck zu haben. So, manche haben dann einfach nur irgendwie irgendwas gespielt und Stanley konnte gut damit, also Henning, sein bürgerlicher Name, konnte gut damit umgehen. Mhm. Guck mal noch ein bisschen weiter. Ja. Das ist jetzt schon auch mitten im Dreh. Es geht um Geld, was ich versteckt habe. Wo? Im Theater. Wie viel? Doch! Du musst so liegen bleiben, Stanley, du musst so liegen bleiben und dann dich nach ihr wegwenden. Ach, nach da? Okay. Ja, nach da kriechen. Ja, und das muss natürlich spielen. Also das ist der große Moment. Wie viel? Für Polen, oder? Das ist. Nein, also weg. Das dauert lange. Ja, da sind alle ganz lange geschrieben. Und wie steht's? Ich glaube, 1-0 für Deutschland. Schon also ist das nicht der Hammer? Ja, ich habe das nochmal recherchiert, ja. Also das ist Fußball-WM 2006, Deutschland gegen Polen, ja. Ja, wirklich. Und ja. Es blieb auch beim 1-0. Naja, ich weiß, dass wirklich 1-0, ja. Ich weiß, dass Sven total abgekotzt hat und auch der die Mickey spielt, Johann, weil die unbedingt Fußball gucken wollten und wir mussten aber, naja, irgendwie hatten wir, irgendeinen Plan hatten wir immer, der nie funktioniert hat, aber es war klar, wir müssen jetzt in dieser Nacht drehen. Also muss ja dann schon sowas wie 21 Uhr gewesen sein oder sowas. Ja, ich glaube, das Band hat sogar behauptet, irgendwie sowas wie 22 Uhr. Ich glaube, 21 Uhr hat das Spiel angefangen, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Man kann es ja an der Seite, kann man das nicht sehen, weil da haben wir dann eine Lampe auch hingeballert, die da durchkam, was das Tageslicht da, überhaupt so Nebel und solche Sachen, dass da irgendwie Licht durchkommt und so, das ist ja alles das, was das dann so atmosphärisch gemacht hat. Ja, ist gerade schön, dass du vom Nebel sprichst, weil es gibt jetzt auch gleich noch einen Moment, wo nochmal richtig ordentlich nachgenebelt wird. So, sozusagen. Nicht immer so. Also, man würde sich dann so hoch. Ja, 5-0. Das ist 2-2. Okay. Etwas Öl über seine Sicht. Also, was auf jeden Fall. Stanley, zeig mal, wenn das. Ruhig, ja. Bei sowas auffällt, ist eben natürlich, dass, daran denke ich heute ganz oft, dass immer dieses Labern in der Ewigkeit. Ne? Also, ich habe eigentlich versucht, in den letzten Jahren mit wenig Worten, ich werde das nie so wenig wie. Wie ich es eigentlich brauche, werde ich nie hinbekommen. Aber das hätte man ja ausprobieren können. Ne? Also in welche Richtung dreht er sich? Das hätte er sich gemerkt. Aber bei blablabla, merkt man sich das immer nicht. Gerade wenn die auch aufgeregt sind. Ne? Die sind ja alle noch aufgeregt. Und so. und dann stehen die da und so. Das ist ja nicht... Ja genau, und dann dieser Wahnsinn. Ne? Also jetzt müssen die Brüste noch gedreht, weil man das dann im Bild... Kevin Spacey hat unseren Siegtreffer geschossen. Wer? Ja. Kevin Spacey. Ah, das ist dasselbe Film. Kevin Spacey ist nein, nicht Korani, sondern Oliver. Der sieht wirklich aus wie Kevin Spacey. Okay, Achtung! Nice freeze. Kamera!
Kamera, schön konzentrieren, Leute. Ihr müsst trotzdem geil spielen. Läuft. So. Na, aber dann wird es jetzt bestimmt, das wird jetzt großartig, nehme ich an. Und bitte! Also, kleine Kamera. Es geht um Geld, das ich verstecke. Doch. Danny, das ist das Problem, du bist immer außerhalb, blablabla. Genau so, keine Markierung, kein Nicht, kein irgendwie irgendwas und so weiter. Ja. Die Nacht ist auf jeden Fall noch lang geworden. Mhm. Und die Nacht, die uns hier heute noch bevorsteht, wird ja auch noch lang, ne? Ja, also weiter geschnitten werden. Richtig. Marc, wir machen das einfach noch ein paar Mal, oder? Mhm. Und dann, also, ich habe noch so Sachen, die wir nicht zum Lachen bringen, zum Weinen. falls ihr irgendwie denkt, ach, das ist ja spannend oder das verstehen wir jetzt alles gar nicht, wie auch immer, bitte ab in die Kommentarspalte und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne her damit, beantworten wir gerne. Die Frage, wann denn der Film fertig wird, ich verbiete Marc, das laut auszusprechen, es gibt einen Plan. Morgen, er ist morgen fertig, morgen große Premiere, hier im Haus, kommt alle vorbei. Das ist das Internet, Mann. Du weißt nie, wer das hört. Und das, aber auf jeden Fall diese Serie, die geht weiter. Jetzt habe ich was versprochen. Viele Jahre. Und er hat es versprochen, genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.